Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland 2 mit mir, The Gentleman. Wir waren vor einem knappen Monat irgendwo im Canyon des Titanen gelandet. Und jetzt stellt sich erstmal die spannende Frage: Was war Tacho? Ja, unser Techniker ist leicht überladen. Wir waren hier unten, knapp vor einem verlassenen Platz. Da gibt es Richtung Plünderergefängnis, Plünderer-Außenposten, Außenposten 2, brandes Lager, Ödland. Da kommen wir her. Was sagt denn das Logbuch? Okay. Ah, stimmt, wir sollten für die Texas Klapperschlangen, die wir ja, lass mich mal lügen. Gut, dass es eine halbe Ewigkeit her ist, dass wir zuletzt hier aktiv waren. Hier waren wir jetzt bei der Dreifachkreuzung. Hier drüben sind wir entlang gegangen und hatten hier den Klapperschlangen, das Klapperschlangen-Headquarter besucht. Was wir nicht untersucht hatten, war einmal in dieser Richtung und einmal in jener Richtung, was sich sozusagen dort verbirgt. Bei diesem Weg hier würde ich behaupten, dass wir da eigentlich nichts Neues kennenlernen sollten. Da würde ich diesen als erstes mal mir anschauen. Stimmt, hier war der Checkpoint, wo wir abgebogen waren, weil hier die ganzen Leichen waren. Das ist verrückt. Was werden wir tun? Womit handelst du? Nun gut, das könnte aus dem Desaster ein bisschen Profit machen. Hier hast du noch mal ein bisschen mehr Plunder. Viel Spaß damit. Schöne Charaktere. Clyde. Zwei NPCs, ein paar Ziegen. Eine tote Ziege. Das sieht fast aus wie eine Leiche. Ranger, Gott sei Dank. Sind am Ende unserer Kräfte. Habt ihr Wasser? Sterben. Natürlich geben wir euch einen Schluck. Danke für das Wasser. Ihr habt uns echt den Arsch gerettet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne eure Hilfe noch lange durchgehalten hätten. Braucht ihr sonst noch Hilfe? Danke. Wenn ihr einen Sanitäter habt, wären wir dankbar, wenn ihr
euch unsere Verwundeten ansehen könntet. Aber was wir wirklich bräuchten, wäre jemand, der dem örtlichen Außenposten der Mönche mitteilt, dass wir hier gestrandet sind und Unterstützung benötigen. Wir haben Bo vor ein paar Tagen losgeschickt, aber er ist nie zurückgekommen und ich habe niemanden mehr, der fit genug wäre, um ihn hinterher zu schaden. Schicken. Ja, wir schauen mal. Doc, du hast doch sicherlich ausreichend medizinische Kenntnis. Bei näherer Betrachtung bemerkt ihr, dass der Wasserhahn des Lastwagens weit geöffnet ist und der Boden unter ihm etwas matschig. Der Wasserlastwagen hat also kein Wasser. Eigentlich sind die allesamt geheilt. Weil die Truppe ist schon ein krasser Haufen. Wobei unsere angeworbenen Söldner natürlich nicht ganz so Ranger-artig aussehen, wie man erwarten könnte. Warum ist er eben gerade einmal rausgesprungen? Das muss man auch nicht verstehen. Frost, da wo ihr im Kännchen verengt, könnt ihr einen Maschendrahtzaun erkennen, der sich von Wand zu Wand erstreckt. In der Mitte des Zauns befindet sich ein weit offenes Gitter, bewacht von zwei Dienern des Atompilzes. Als ihr euch nähert, tritt einer der Mönche voran mit einer erhobenen Hand. Ein rundgesichtiger Mönch mit buschigen Augenbrauen und einem emsigen Auftreten. Er hat auch einen robotischen linken Arm und linkes Bein. Er streckt eine metallene Hand aus, als er auf ihn zukommt. Er ist tot. Achso, ich verlange eine Erklärung, Reisende. Mir wurde über Funk mitgeteilt, eine Truppe Ranger wäre auf dem Weg hierhin. Aber soweit ich weiß, wurde ihr von Bruder Shapiro begleitet. Wo ist er? Er ist tot. Wie kann das sein? Er wusste doch, wie man sich verteidigt. Ich meine, er war Schläger bei den Roten Skorpionen, bevor er zum Titan gefunden hat. Und ihr habt ihn auf dem Gewissen. Wenn man mich fragen würde, dann seid ihr Ranger mehr Ärger, als ihr wert seid. Aber meine Vorgesetzten fragen mich ja nie. Ich lasse euch passieren. Doch denkt daran, keine Eskorte, kein Schutz des Titanen. Kein Entschädigungsanspruch, wenn jemand angreift. Wir sind auf ein paar Wasserhändler gestoßen, die ausgeraubt wurden. Sie möchten, dass ihr Hilfe schickt. Redet ihr von Clyde und seinen Jungs? Das ist ja schrecklich. Wir werden sofort einen Wagen für sie losschicken. Vielen Dank, dass ihr uns Bescheid gesagt habt. Wisst ihr denn,
wer sie ausgeraubt hat. Kannst du es etwas über deine Robotergliedmaßen sagen? Titansegne Dr. Kai. Ich hatte das Pech, von einer Explosion erwischt zu werden, als einer meiner Brüder seine Atomgranate gezündet hat und als mit dem großen Glühen wurde. Hat mich einen Arm und ein Bein gekostet. Ich war sicher, ich würde sterben, aber Dr. Kyle, die Chirurgin in unserem Krankenhaus, leistet wahre Wunder und hat mich stattdessen mit diesen erstaunlichen Prothesen ausgestattet. Sind sie nicht unglaublich? Ich stehe für immer in ihrer Schuld. Prothesen? Wenn ihr genug Geld habt, wird sich Dr. Kyle um euch kümmern. Ihr müsst nicht mal verletzte Gliedmaßen haben. Fragt einfach in der Tempelklinik nach Dr. Kais besonderen Diensten. Dann bringt man euch zu ihr. Was mit dem Krankenhaus? Jeder, der Tribut entrichtet, kann das Krankenhaus in Anspruch nehmen. Es ist das Beste im Ödland. Dafür kann ich persönlich die Hand ins Feuer legen. Wir setzen ausschließlich hochqualifizierte Ärzte ein und verwenden die fortschrittlichste präapokalyptische Technologie. Wenn es euch nicht gut geht, dann entrichtet den Tribut und stellt euch bei den Ärzten vor. Sie werden sich um euch kümmern. Was kannst du uns über Dr. Kyle sagen? Sie hat erst kürzlich zum wahren Glauben gefunden. Aber sie ist ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Sie ist eine brillante Wissenschaftlerin, eine mitfühlende Chirurgin. Und sie glaubt wahrhaftig an Titan und das große Glühen. Wir sollten uns alle bemühen, ein bisschen mehr zu sein wie sie. Was mit den Atomgranaten? Der Zorn des Titan in einer bequemen Mitnehmgröße. Achso. Wir haben ein paar tote Mönche bei Außenposten 2 gefunden. Sie wurden aus dem Hinterhalt angegriffen. Ein Hinterhalt, diese Schurken, das darf nicht ungesühnt bleiben. Ich werde einen Bericht an Vater Enola schicken. Was mit dem Tribut? Ich nehme an, ihr kennt inzwischen die Abmachung. Wir bitten jeden Reisenden um einen angemessenen Tribut. Ihr Jungs seid zufällig gut darin, an dunklen geheimen Orten herumzustöbern. Also ist das euer Auftrag. Auf Wiedersehen. Damn, talk about shitting where you live. Why would anyone nuke their own lands? Okay. Dort hätten wir die nächsten Klapperschlangen-Milizler. Gucken wir uns hier drüben erst nochmal um. Über einige der niedrigen Berge im Norden steigt eine Rauchsäule auf. Der Wind weht euch den Geruch verbrannter Leichen entgegen. Okay. Im Windschatten einer unterhöhlten Schluchtwand findet ihr die rauchenden Ruinen eines großen Plündererlagers. Verbrannte Körper überall. Nahrung für die Geier, die bei eurer Ankunft aufsteigen. Der ganze Ort riecht nach Grillparty und Tod. Okay. These monks sure have strange ways of thinking about things. Die Jungs lassen wir ein bisschen in Frieden. Scheiße. Ich war doch direkt umgekehrt, Jungs.
Also einmal im Expressverfahren noch mal hier rüber. Dann ist es relativ früh passiert. Merke, die These Klapperschlangen. monks sure have strange ways of thinking about things. Damn, talk about shitting where you live. Why would anyone nuke their own lands? Dann knacken wir die Kiste. Jetzt wieder vorsichtig weiter. Und nicht so viel Stress schieben. Wie gesagt, wir wollen ja nicht unsere Kumpels. Okay. Eine niedrige Betonplatte hebt sich vom dürren Gestrüpp der Wüste ab. Vom Durchmesser her entspricht sie einer im Hubschrauberlandeplatz der Zitadelle. Doch sie wurde großflächig mit der Ziffer 6 beschriftet. Eine dünne Linie. Eine dünne Linie, welche durch die Mitte verläuft, bringt dich auf den Gedanken, dass sich um eine Art Toröffnung handeln könnte, wenn du nur wüsstest, wie man sie öffnen könnte. Okay. So. Ja, wir reisen weiter zum Tempel des Titanen. Ich bin mal gespannt, was hier auf uns wartet. Aber, wisst ihr was? Das sehen wir in der nächsten Episode.